Sehr geehrtes Publikum, ich darf Sie zu meiner Präsentation begrüßen. Ich habe meine Masterarbeit in der Arbeitsgruppe für ressourcenorientierten Ingenieurbau geschrieben. Diese beschäftigt sich mit unter anderem mit der Optimierung von Produktionstechniken und der Automatisierung, also der Modernisierung von Handwerk durch Robotik. Dafür wurde am BOKU-Standort in Groß-Enzersdorf ein Roboterlabor eingerichtet, um das Labor zu beheizen und auch den Staubflug in der Maschinenhalle zu reduzieren, sollte der Roboter eine Einhausung bekommen. Das Ziel meiner Masterarbeit war es, diese Einhausung unter dem Aspekt der Ressourceneffizienz zu optimieren. Das Tragwerk sollte zur Gänze aus Holz, aus dem natürlichen Baustoff Holz hergestellt werden. Es ist ja bekannt, dass Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und ein CO2-Speicher. Und in dem Projekt wurde, wie rechts unten ersichtlich, ein Konstruktionsvollholz verwendet. Also das ist das Material. Als Tragsystem wurde ein Fachwerkträger gewählt, denn vergleicht man einen Vollwandträger im Bild oben mit einem Fachwerkträger, kann bei einer zum Beispiel 30 Meter langen Konstruktion bis zu 60% Material eingespart werden. Ich möchte noch ein bisschen näher auf ein Fachwerk eingehen. Es gibt im Fachwerk einzelne Stäbe, die durch Knoten verbunden sind. Da gibt es einen Obergurt und einen Untergurt und einzelne Streben, die vertikal und diagonal den Ober- und den Untergurt miteinander verbinden. Kommen wir zurück zur Einhausung. Die Einhausung sollte sich am Greifarm des Roboters orientieren. Das sieht man an den zwei roten Linien, die den Ober- und den Untergurt des Fachwerks begrenzen. Daraus entstand dann ein gebogener Fachwerkträger. Hier das Fachwerk, das Sie jetzt sehen, wurde nach ingenieurtechnischen Überlegungen konzipiert und so konstruiert, um sich selbst und die Lasten der Schalung zu tragen. Dieses Fachwerk sollte nun in seiner Struktur durch einen Algorithmus optimiert werden. Und für die Optimierung des Fachwerks wurde es in einer CAD-Software Rhino gezeichnet und mit den Add-ons Grasshopper und Caramba berechnet. Die variablen Eingangsparameter werden in diesem Fall mit Schiebereglern verbunden und auf diesen aufbauend wird die gesamte Geometrie des Fachwerks definiert. Der Algorithmus kann nun Randbedingungen und variable Parameter in einer statischen Berechnung vergleichen, also die Ergebnisse werden verglichen und dann in einem neuerlichen Schritt weiter optimiert. Also diese Optimierungsschritte werden wiederholt, bis ein optimiertes Ergebnis gefunden wurde. Die Randbedingungen und Variablen werden, also so sieht das Ganze dann aus in der Masterarbeit, die Randbedingungen und Variablen werden zu einem Geometrie zusammengefügt, in der gelben Ecke sieht man das und dann wird das Tragwerk definiert, anschließend berechnet und danach durch den Algorithmus optimiert. Was kann man nun bei einem Fachwerk verändern? Das ist zum einen die Anzahl der Unterteilungen, links sieht man viele Unterteilungen, rechts wenig. Der Abstand zwischen den Unterteilungen kann regelmäßig und unregelmäßig sein und die Strebenausrichtung zum Beispiel zickzack oder beliebig angeordnet. Im Fall von diesem Beispiel für das gebogene Fachwerk sieht es dann so aus, auf der linken Seite sind die Schieberegler alle gleich, das heißt das Fachwerk ist regelmäßig, auf der rechten Seite sind die Schieberegler durcheinander. Auch das Fachwerk ist dementsprechend unregelmäßig angeordnet. Der Algorithmus probiert nun die einzelnen Variationen durch, wie man in dieser Animation sehen kann, und probiert alle möglichen Variationen aus, auf der Suche nach dem Fachwerk mit dem geringsten Materialverbrauch. Das optimierte Ergebnis für die Einhausung kann man jetzt auf der rechten Seite erkennen. Hier sind die Diagonalen spezifisch nach dem Kraftfluss angeordnet, also dort, wo die Kräfte entstehen. Und es hat insgesamt weniger Unterteilungen als das Referenzmodell auf der linken Seite. Das hat den Vorteil, dass insgesamt weniger Arbeitsaufwand entsteht und es können 12% des Materialaufwands eingespart werden. Und das, obwohl die
Tragkraft der Konstruktion gleich ist bei einer gleichbleibenden Verformung von unter einem Zentimeter. Ziel des Projektes war, dass sich der Roboter sein eigenes Haus selbst bauen kann und das mit möglichst geringem Materialaufwand. Die Berechnungen und Optimierungen meiner Masterarbeit wurden demnach auch direkt in die Praxis umgesetzt und dazu möchte ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Die Stäbe sind, wie schon erwähnt, aus Konstruktionsvollholz gefertigt, die Knoten aus Buchensperrholz, die mit Buchendübeln verbunden sind. Das gesamte Tragwerk kommt also ohne metallische Verbindungsmittel aus und die einzelnen Fachwerke wurden einzeln aufgebaut, also zusammengebaut und dann aufgestellt, eben in der Halle in Groß-Enzersdorf. Und die Konstruktion hat eine Spannweite von 8 Metern. Gemeinsam mit diesen 5 Fachwerken hat das Roboterlabor eine Länge von 12 Metern. Hier sehen Sie ein Bild vom fertigen Labor von außen. Das große Einfahrtstor ermöglicht es, mit einem Stapler auch schwere Versuchskörper zu manipulieren. Die verglasten Decken- und Wandelemente erlauben natürliches Licht ins Roboterlabor einzufallen und auch ein bisschen zu sehen von außen, was passiert hier drinnen eigentlich. Genau so sieht das Ganze von innen aus. Eine sehr schlanke Konstruktion, die im November 2020, also letzten Jahres, fertiggestellt wurde. Und seitdem werden im Roboterlabor Forschungen durchgeführt zum Thema Holzbearbeitung, Bohren von Beton, das ist mein aktuelles Thema. Und es werden auch Lehrveranstaltungen dort durchgeführt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.